kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 6. November. Der Text für unser heutiges Andachtswort steht in Johannes 1, die Verse 45 bis 46a, und ich lese nach der Neues Leben Bibel. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? Rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Frauen können nicht einparken und Männer nicht zuhören. Beamte sind faul, Politiker korrupt, Professoren langweilig, Bodybuilder dumm. Solche Sätze hat wohl jeder schon einmal gehört und bestimmt haben wir uns des Öfteren darüber geärgert. Trotzdem erwischen wir uns auch selbst manchmal bei dieser Art des Denkens. Oder wir pflegen sie sogar mehr oder weniger unbewusst. Ganz nach dem Motto »typisch Mann«, »typisch Frau« oder »einfach typisch«. Nathanael ging es damit nicht anders. Nazareth war damals ein so unbedeutender Ort in den Hügeln von Galiläa, dass es selbst für ihn, einen Galiläer, schwer vorstellbar war, dass der angekündigte Messias ausgerechnet von dort kommen könnte. Noch viel unglaublicher war dies für die gebildeten religiösen Führer in Jerusalem. In ihren Augen waren die Galiläer ungebildet und primitiv, keine reinen Juden, weil dort viele nichtjüdische Einwanderer lebten, eigenartig wegen ihres komischen Dialekts und religiös abgefallen, wie die ganze Landbevölkerung. Was hier geschah, ist typisch für dieses Denken. Wir nehmen eine Schublade, beschriften sie mit der gängigen Bezeichnung für eine Menschengruppe, Frauen, Männer, Ostfriesen, Bayern, und ordnen ihr sehr vereinfachte Eigenschaften zu. Auf diese Weise schaffen wir Ordnung in unserem Kopf und sind in der Lage, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Häufig reicht uns dafür schon eine Information aus. Jesus kommt aus Nazareth in Galiläa, dann kann er nicht der Messias sein. Spätestens dann, wenn ich selbst von anderen in eine Schublade gesteckt werde und mich ungerecht behandelt fühle, merke ich, dass diese Art des Denkens mir und auch anderen nicht gerecht wird. Philippus hat Nathanael und mir geholfen, diese Falle zu umgehen. Komm mit und überzeuge dich selbst. Unser Umlernen beginnt mit der Bereitschaft, den anderen persönlich kennenzulernen. Den Mut dazu wünsche ich uns allen. Jörg Börnsen.